Und um auf deine Frage noch zurückzukommen, King, ja, ich freue mich auf den Zwillicht-Day morgen. Es wird bei mir Sternenstaub regnen. Minimum fünfstellig. Vielleicht sogar sechsstellig. Das kann ich garantieren. Ich habe jede Menge Ohrdruck gestapelt. Die werden abgesammelt morgen mit Sternstück. Freue ich mich schon drauf. Ich kann den Staub auch gerade gut gebrauchen, weil sonst kann ich meine ganzen Teams nicht weiter pushen. Hehe. Aber ja. Das mit dem Moderator muss ich mir echt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Pichi, du bist ja öfter da. Was meinst du, so oft wie hier was los ist, lohnt sich ein Moderator? Aktuell eigentlich eher noch nicht, finde ich. Oh, da habe ich noch gar keine blaue Fackel hingemacht, weil die mir ausgegangen waren das letzte Mal. So. Im Moment ist es einfach noch nicht nötig, dafür sind es einfach nicht genug. Sind einfach nicht genug Leute. Nicht zu viel, ak nicht genug Aktivität im Chat, dass es nötig wäre. Sagen wir es mal so. Upsa. Sollte es sich irgendwann kommen, dann kann ich ja nochmal drüber nachdenken. Hoppala. Weitermachen, bitte. Ich würde mir aber trotzdem allgemein über die Regeln schon mal Gedanken machen. Zusätzlich natürlich zu den Community-Richtlinien. Einfach mal gucken. Nee, noch eins rüber. Wenn es halt einfach nicht nötig ist, weißt du, ist, wenn nichts passiert, ist es genauso wie wenn du normaler Zuschauer bist, ist halt auch Blödsinn. Fischi, wo bist du? Da ist, der schießt da auf mich. Ich könnte dich als Bodyguard gewinnen. Hier, mein Fisch macht hier Blödsinn. Kuft irgendwo in der Gegend rum. Ich glaube, ich habe zu viel Schlamm jetzt mitgenommen. So viel brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ach, das war so eine Dschungelpflanze von da unten.
groß Hintergründe platzieren werde ich aber eigentlich so gut wie nie. Bis auf ein paar Ausnahmen, weil es halt schöner aussieht wie bei Marmor oder so. Vor allem, weil ich auch teilweise so ein Kram auch nicht entfernen kann. Damit es einheitlich wird. Wie ich bei meinen Wüsten festgestellt habe. Sobald ich da die verseuchten Untergrundwüsten habe, wird garantiert sich die Verseuchung immer etwas ausbreiten, wo sie eigentlich nicht hin soll. Weil ich die Hintergrundblöcke nicht wegbekomme. Viel zu viele Fledermäuse und alles. Eieiei. Oh Gott, Peachy, ich habe echt keine Ahnung, was das Wort sein könnte, ohne es selber gehört zu haben. Weil sie schreibt dir das auch, und beziehungsweise beschreibt dir, wie sie es gehört hat, dass es ausgesprochen wird. Aber das ist ehrlich gesagt für mich nicht genug, um das Wort zu identifizieren. Ohne den Rest des Satzes auch, ne? Wenn sie mehr von dem Satz mitbekommen hätte, wäre das eine große Hilfe, das Wort zu identifizieren, das du suchst. Auch ein Grund, warum ich noch ein bisschen mehr zerstören muss. Dann kommt nämlich nicht ständig irgendein Scheiß von unten angeschwirrt, weil da das nächste Biom ein bisschen weiter weg ist. Was beim Platzieren einfach ein bisschen den Stress rausnimmt. Der Fisch kann halt nicht an allen Seiten gleichzeitig sein. Ich kann den leider nur einmal beschwören. Oh, ich hätte Pilzgras mitnehmen sollen. Pilzgrassamen. Bin doof. Die hätte ich eigentlich gleich mitnehmen können. Nee. Naja. Muss ich doch nochmal herlatschen und... Au. Das Pilzgras also aussehen. Damit das wächst. So. Aber es sieht unter der Erde, glaube ich, eh nicht groß anders aus als der oberirdische Part, wenn ich mich gerade nicht irre. So. Was war jetzt noch?
Ah ja, der Abstand. Das muss ein ganz bestimmter Abstand sein, damit es immer passt. Ich höre dich. Jetzt hat's aufgehört, okay. Also, das ist das da. Dann sind das hier zwei. 1, 2, 3. So rum. Genau. Der hier kommt weg. So. Und dafür geht's dann halt nach da drüben weiter. Genau. Damit stimmt das. Ups, das war das Mäuschen. Weg ist es. Das arme Mäuschen. Die sterben zwar jetzt nicht an Fallschaden, aber trotzdem. So. Jo. Das hier kommt eigentlich weg. Weil ich das ja freilasse. Alter Schwede, liegt da eine Menge Geld. So. Da liegt da echt ein Haufen Geld. Meine Güte. Das kommt noch weg. Und jetzt muss ich noch mal gucken zum Vergleich da drüben mit der Lampe. Das war von da gedacht. Super. Auf einer Linie. Also von hier, wenn ich mich nicht irre. Weil da ist die Lampe, aber da oben... Genau. Gut. Was brauche ich noch? Die da zum Hinstellen. Beleuchtung. Also ist das hier drin zu dunkel. Da an die Wand kommen natürlich auch nochmal, aber die Fackeln habe ich jetzt gerade nicht dabei. Du brauchst zwei Plätze? Echt jetzt? Ich habe so viel Plattform nicht dabei. Ach Gott. Der platziert sich in die Ecke von zwei Blöcken? Nee. Ist nicht dein Ernst. Ja, tut er. Ach Gott, wer hat denn den Kack erfunden? Das soll aber immer so schön nur ein Block sein. Er hat den Kack. Ja, muss ich doch nochmal zurück. Kann ich auch das Pilzgras mitnehmen. Da habe ich jetzt die halt umsonst gemacht. Ach, was ein Käse. Ah, wo packe ich ihn die jetzt hin? Placeables, die ich nicht mehr brauche. Falschen. Dann mache ich die Lampe. Mache ich diese andere Lampe dahin. Die ist hoffentlich, so wie die Stehfackeln, nur ein Block. Ach, dieses, es ist schon bescheuert. Na gut. Habe ich hier zufällig? Ja, ich habe welche. Die sollten sogar reichen. Ich brauche nur die normalen Fackeln nochmal. So. Na, komm. Dann mache ich halt die da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So.
Wo ist mein Bonbon geblieben? Oh ja, kannst du mir die eigentlich gleich mitgeben? Ich pack die mal hoch. Opa. Sehe auch gleich, welche wir noch neu haben. So. Dann sind die auch gleich mit erledigt. Das war jetzt blöd. Platzieren über zwei Blöcke. Wie bescheuert ist das? Lizard-Tempel und Dschungelsachen kann ich aber schon mal wegtun. Moment, die habe ich woanders gelagert. Eine Plattform behalte ich aber noch. Die packe ich dann in die Mitte. Und mache noch eine weitere von diesen Kerzen dahin. Die sollten auch hier wieder rein. Die habe ich in einer anderen Kiste gelagert. Jetzt habe ich die Fackeln schon wieder weggeräumt. Kann man auf dem Weg eigentlich gleich noch so eine Kerze. Ach ja. Da muss ich ja den speziellen Lizard. Hä? Och, brauchst du mehrere Lizard Bricks? Ja, ist gut. Du brauchst mehrere Lizard Bricks. Andere Richtung. Ja, vier pro Kerze. So. Kommt noch eine Kerze schön in die Mitte. Dass das noch ein bisschen mehr beleuchtet wird. Diese Fragmente habe ich hier irgendwo, ne, untergebracht. Habe ich die nicht? Hä, wo habe ich die untergebracht? Nicht hier, da sind die Fischsachen. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich die untergebracht habe. Hallo. Marienkäfer. Hoppala! Hab dich! Marienkäfer zum Angeln! Sollte man nur nicht so oft verwenden, weil das Unglück bringt. Steht zumindest so im Wiki. Hier muss ich, glaube ich, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ah ja, wenn ich auch schon mal hier bin, kann ich auch das noch wegmachen. Zumachen. Machen wir die einmal noch mal ganz kurz. Warte. Was donnert hier? Ist das im Game? Ja, das hört sich im Game an. Ist da ein Unwetter im Game? Es klingt schon. Ja, kann sein. Hatten wir schon mal, ne? Kopf mag nicht mehr, weil selbst ein Einwurf oder dazwischenreden auch nicht weiterhilft. Von daher kein Plan. Man kann auch nicht alles wissen, ne? Hier spawnt. Echt? Da spawnt sogar Chlorophyll? Hallo, was ist denn jetzt für ein Unwetter? Was tobt denn da für ein Gewitter? Wir haben mal bei Gewitter geangelt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das so
akustisch stark war. So. Da war noch eine Kerze in der Mitte. Unwetter da draußen. Also, bei dem Spiel. Nicht bei mir im Real Life. Meine Güte. Mal da hoch gucken. Ach du meine Güte. Ja, wenn man hier oben ist, dann... Ne, da ist der Donner. Okay. Ja, gruselig. Ziemlich gruselig. Oh, hallo? Nein, nicht. Jetzt hast du den Regenbogen getötet. Geh mal lieber das Skelett da unten töten. Mann, wenn du mir immer alles zum Angeln tötest, ist das aber auch echt zu kotzen, Fisch. Mann. Bodyguard, ja, aber wenn du ständig auch so die armen, unschuldigen Regenwürmer und sowas killst, ist das ein bisschen lästig. Hoppla. Au. Oh, da habe ich eine übersehen. Komm wieder her. Müsste hinkommen. Lampe. Aber da. Dann auch das Gras verteilen und dann ist dieses Biom, dann muss halt das Gras erstmal wachsen. Das braucht seine Zeit. Nein! Ich habe auf die. Ich wollte die 3 drücken, habe aber die 2 erwischt. Das war verkehrt. So. Ich wollte die Schnecke einfangen. Ich brauche immer noch Köder. Werde immer noch irgendwann später weiter angeln. Das mittig? Doch. Oder? Nee. Nicht ganz. Jetzt passt's. Weil das Ding an der Decke zählt als 3. Ja, es nimmt ja 3 Blöcke Platz. So. Ja, sieht gut aus. Regenbogen. Mein.
hier lang. Ah, hier ist ein bisschen niedriger, glaube ich. Naja, gut, macht nichts. Es müssen ja nur die Abstände seitwärts passen, habe ich gesagt, ne? Kannst du theoretisch eigentlich auch da stehen? Brauchst du nicht unbedingt. Ich werde jetzt den Berg jetzt nicht extra noch ein Stück höher machen. Nur mal, dass das passt. Der kann auch da stehen. Habe ich mal eine Pilzplattform gespart, auch gut. Oh, 1000er Sludge, ach Gott. Ihr versteht, warum ich nicht mehr so scharf auf die Banner bin, so oft wie ich die schon gekriegt habe. Hey, ging sowieso genau auf von denen. Also. Dann müssen wir das hier noch verdollen, ne? So. Wie viel habe ich insgesamt? 9. Einmal Luft holen. Ja, mach die Barracuda weg. Oh, halt. Nein! Oh. Blöder Fisch. Du wirst manchmal etwas zu übereifrig. Meine Güte. Auf der anderen Seite würde ich schneller sterben, wenn ich hier um mich herumwuseln würde, aber ja. Damit ich mit meinem UFO das nicht aus Versehen meinen Berg da kaputt mache. Nicht geplant, aber gut. So, dann wachse mal schön Pilzgras. Damit das hier als Pilzbiom anerkannt wird. Und dann spawnt hier dann auch ganz anderes Viehzeug. Nicht die Plattform mit der Lampe. So. Abgeschlossen. Das wächst fleißig, sehr gut. Das muss auch erst noch wachsen, damit das funktioniert. Da sind Lampen drin. Da ja, bin ich damit fertig. Dann räumen wir mal den Scheiß auf, der in meinem Inventar jetzt zu viel ist. Wie die ganzen Banner. Und Items. Ja, und die Marienkäfer. Dann mache ich mit der Zerstörung weiter. Ein bisschen. Ah, ich zeige euch aber erst noch das Meteoritbiom gleich. Nee, Quatsch. Ich mache noch nicht die Zerstörung. Ich mache den Austausch hier mit den Schlammziegeln noch. Das sollte ich noch.
muss ja nur diesen einen Weg da weitermachen. Erst muss ich ein bisschen Zeug loswerden. Das ist zu viel im Inventar. Nee, nicht du. Falsche Kiste. Diese Kiste. Also die und die brauche ich. Bei dem weiß ich noch nicht, ob die reichen. Ich hoffe, sie tun's. Schlamm kann weg. Hier. Gucken, dass ich den auch... Ja, vielleicht noch ein paar Ebenen weiter auch dazwischen stecke. Eigentlich könnte ich das tun, so optisch. Ich habe so viel davon. Ich habe 2 Kisten voll. Und ich brauche den... wo ist denn mein Notizzettel? Für kein weiteres Biom mehr. Das ist der falsche Zettel. Komm mal her. Hier an der Seite. Ja, wirklich, Schlamm brauchen ja eigentlich nur Pilz und Dschungel. Och, nicht ein Blutmond. Ja, ich mache einfach mal noch so 2 Reihen weiter drunter. Mache ich halt eben auch noch mal die Schlammziegel hin. Und dazwischen werde ich dann einfach Schlamm statt Dreck packen. Weil ich davon so viel habe. Und man kann ja Schlamm leider nicht irgendwie wieder trocknen und der Dreck wieder draus machen. Du kannst Dreck nass machen, um Schlamm herzustellen, aber du kannst Schlamm nicht wieder trocknen, um da wieder Dreck rauszumachen. Das ist irgendwie komisch. Ich mach mal den Batzen Ziegel da einfach voll. Ganz einfach. Soll ich dann vielleicht vorsichtshalber... Ich nehme auf euch selber noch einen mit. Ich glaube nicht, dass wir so viel brauchen, weil ich will ja nur die eine Reihe da machen. Zip. Für das Stück brauche ich normale Ziegel. Ab hier mache ich die Dingens... Stein... Schlammziegel bis da durch. Dann brauche ich mehr Schlammziegel. Da brauche ich wohl... mehr von. Falsche Kiste. Ja, so. Machen wir 2 Stapel Schlammziegel draus. Nee, ich mach erstmal nur einen. Wenn der dann doch nicht reicht, dann sehe ich daran, wie viel übrig ist. Wie viel ich ungefähr nochmal brauche, weil die Reihe bleibt ja dieselbe Länge.